Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Episode bespreche ich den Steps Modulator. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, aber ich habe da jetzt noch was gefunden. Entweder gab es es damals noch nicht oder ich bin jetzt erst drauf gestoßen, und im gleichen Zug will ich dann noch so einen kleinen Beat-Hack zeigen, was man da machen kann. Aber legen wir doch erstmal los. So, ich habe hier schon mal einen Steps-Modulator geladen. Das macht man ganz normal, indem man hier auf das Plus klickt und dann einfach hier Steps eingibt und den dann hier auch auswählt. So, dann hat man einfach verschiedene Steps hier am Start. Erklärt habe ich den schon mal komplett, was die einzelnen Regler und Schalter hier machen. Und was mir jetzt erst aufgefallen ist, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das es damals schon gab, ich vermute es fast, aber ich habe es nicht gesehen, weil es so wahnsinnig klein auch, naja, klein, wenn wir in der Hilfe schauen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wenn wir auf so einen Modulator gehen, steht hier eine ganze Menge. Und hier bei dem Step-Sequencer hier oben links steht dann auch noch Right-Click on the Interface provides a context menu with additional options to copy, paste, generate, create, transform, manipulate the current steps. Das habe ich übersehen, deshalb mache ich hier nochmal ein zweites Steps-Video, weil ich finde den Steps-Modulator einen ganz großartigen Modulator, eigentlich fast noch besser als dieser viel gelobte Random-Modulator, weil man hier Zufall einfach kontrolliert machen kann. Hier unten habe ich ja diesen Knopf, wenn ich da drauf klicke, verändert sich hier die kompletten Steps per Zufall, und ich kann hier einfach einen Zufall wählen, der mir dann auch bleibt. Und gerade so im Beat-Bereich ist das ganz wichtig. Aber gehen wir jetzt erstmal zu dem Kontextmenü. Wenn ich jetzt hier einen Steps hier habe und ich drücke jetzt einfach mal hier die rechte Maustaste, dann kriege ich dieses Pop-up-Menü. Und ich kann jetzt hier einfach die Steps hier kopieren, gehe auf einen neuen Steps-Modulator und sage hier Paste, und schon habe ich die hier drin. Ich habe hier jetzt halt nur 16 Steps und hier oben habe ich 32 Steps. Ich könnte jetzt, weil ich den hier gerade noch habe, hier auch 32 Steps eingeben, Paste, und dann habe ich hier das exakte Bild. Das heißt, ich kann auch zufällig generierte Pattern einfach kopieren, oder ich nehme jetzt einfach den, ups, ich nehme jetzt einfach von den hier, lösche ich die mal weg und ziehe den einfach runter, halte die Steuerung-Taste gedrückt, lasse den fallen, dann habe ich hier auch quasi eine Kopie. So. Dann habe ich hier auch noch, machen wir das vielleicht auf dem hier, dann habe ich hier noch ein Clear Steps, der löscht das Ganze nochmal. Löschen, ich Steuerung Z, nehme ich das zurück. Löschen kann ich das hier auch, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und hier einfach rüberfahre, dann löscht ihr mir das hier auf die Nulllinie quasi. So, und jetzt habe ich noch ein paar interessante Geschichten, nämlich hier Generate. Ich kann hier Kurven generieren lassen. Hier eine Sägezahn, eine Square Wave, eine Triangel, eine Sinus und ein Fibonacci. So, und dann habe ich noch ein Transform. Da mache ich jetzt aber hier nochmal auf Zufall einen Transform, der smooth, deutsches Wort für smooth, der macht so die einzelnen Steps jetzt nicht ganz so extrem, sondern passt die alle so ein bisschen mehr aneinander an, rückt die ein bisschen näher zusammen, damit die Unterschiede nicht so extrem sind. Dann habe ich hier ein Sharpen, der versucht das Ganze ganz klar voneinander abzutrennen. Drücke jedes Mal Steuerung Z, um das wieder rückwärtig zu machen. Dann ein Normalize. Normalize macht nichts anderes, als wie auch beim Audio. Er guckt, wo ist der längste Ausschlag, und verlängert dann, oder naja, in dem Fall immer verlängert dann alle anderen entsprechend dem, wie viel der längste hier verlängert hätte werden müssen. Komischer Satz, aber so ungefähr dürfte der stimmen. Dann
gibt es hier einen Reverse, der dreht das Ganze vorwärts, rückwärts um. Einen Inverse, also oben, unten. Dann gibt es einen Alternate Inverse, das heißt, jeden zweiten Schritt invertiert er einfach nur. Wenn ihr hier jetzt mal auf die beiden hier guckt, 1, 2, 1, 2, den hier dreht er um, wenn ich jetzt Steuerung Z wieder drücke. Das heißt, er macht nur jeden zweiten Schritt invers. Dann Remove DC nimmt er so ein bisschen die Nulllinie raus und auch den Vollausschlag. Dann der Positiv Shift nimmt er die Wellenform. Ich generiere jetzt gerade mal eine Sinuswelle, dann sieht man das vielleicht besser. So, jetzt nehme ich den Positiv-Shift. Jetzt versucht er diese Welle quasi in den positiven, im positiven Bereich abzubilden. Wenn ich hier mal gucke, hier habe ich die komplette Sinuswelle und jetzt gehe ich mal wieder auf Redo. Er versucht jetzt die Sinuswelle im positiven Bereich abzubilden. So, und dann gibt es ein Absolut und Absolut bedeutet einfach, alles was negativ ist, klappt da einfach um in den positiven Bereich. Und als letztes haben wir einen Random Swap. Das zu erklären ist ganz schnell. Er macht einfach einen Austausch von den verschiedenen Steps quer durcheinander, behält aber quasi die einzelnen Step-Längen bei. Er sortiert sie einfach nur neu um per Zufall. So, das sind diese verschiedenen Dinge, die äußerst nützlich sind, gerade wenn man so mal so ein Sinus hier malen will oder so, dann macht diese Funktion das doch wesentlich genauer, als wenn man das versucht hier selber zu malen. So, jetzt kommen wir zum BTAG. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich diesen Steps-Modulator in einem Delay 1 drin habe. Und zwar habe ich hier oben einfach mal einen Beat zusammengetackert. Und das ist ein relativ einfacher Beat. So, wenn wir den jetzt hier mal hochklappen und mal laufen lassen, dann klingt der so. Und so sollte der eigentlich nicht klingen. Wenn wir den hier mal auf deaktivieren, beziehungsweise deaktiviere einfach mal das Delay. Also das sind einfach nur ein paar Noten eingehackt, ohne Velocity, ohne irgendwas, ohne großartige Variation. Ich glaube, ganz zum Schluss hatte ich eine Variation drin. Nee, auch nicht. Der geht einfach so stumpf durch. So, und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, doch nochmal deaktivieren, dass man da jetzt einfach einen Delay 1 hinten dran hängt, damit das schön mono bleibt an der Stelle. Und ich kann jetzt von Hand einfach so ein bisschen Variationen reinbringen. Indem dass ich einfach an dem Mixregler so ein bisschen drehe. So, und was ich hier in dem Delay schon gemacht habe, das habe ich ein bisschen verheimlicht. Ich habe den Low Cut ein bisschen hochgedreht, weil ich habe hier eine Kickdrum drin und wenn ich den Beat jetzt hier so abspiele, dann würde die Kickdrum einen Hall kriegen. Und es klingt ein bisschen unschön. Entschuldigung. Was habe ich denn jetzt gemacht? Eigentlich gar nichts. Okay. Und was ich hier jetzt einfach gemacht habe, ich habe das so lange hochgedreht, bis ich mit dem Low Cut die Kickdrum raus hatte. Das hier. Also so ist die Kickdrum mit drinne. Und so habe ich sie zum größten Teil raus. Da ist nur noch Snare und Hi-Hat von dem Delay genommen werden. So, und jetzt habe ich hier einfach mal auf dem dritten Sechzehntel, weil das ein
Kann es aber auch auf eine andere Delay gehen. Oder ich gehe mal auf 5. Oder auf 2. Und so kann man relativ schnell aus einem ganz simplen Fadenrhythmus so ein bisschen Leben einhauchen. Das ist einfach nur so ein schneller Hack. So, und der Steps-Modulator an der Stelle, wenn ich jetzt hier einen 8-Takt langen Takt habe, Beat habe, und ich nehme hier jetzt Viertelnoten, um das verändern, muss ich natürlich 32 Steps hier eintragen. Jetzt clear ich das Ganze mal und mache jetzt einfach mal, dann löschen wir den hier mal raus. Den habe ich hier schon verbunden, aber ich mache das jetzt eben nochmal schnell. Und zwar den Mix, den drehe ich komplett raus, dass der auf 0% ist. Und mit dem Steps drehe ich den auf knapp 50% rein. So, und wenn der jetzt so läuft, passiert da noch nichts. Ich drücke jetzt einfach mal die Zufallstaste und jetzt kriege ich hier das hier eingeblendet. Und jedes Mal, wenn er im positiven Bereich ist, dreht er hier den Mix-Schalter auf. Und wenn mir das alles ein bisschen zu verrückt ist, wo ich sage, ja, eine Variation ist schon cool, aber jetzt nicht die ganze Zeit, dann kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich suche jetzt hier, nehme jetzt zum Beispiel den Step 8, mache da mal so ein bisschen rein, dann nehme ich mir den Step 12 und da, ups, den Step neue Maus mit Trackball, alles nicht mehr so einfach. So, bei Step 16 gehen wir nochmal genau gleich rein. Step 24 machen wir ein bisschen weniger. So, den hier weg. Und hinten bei Step 32, da drehen wir nochmal schön durch. So als Auftakt. Ups. Und so. Und wenn ich das jetzt von Anfang an spiele, und schon habe ich so eine kontrollierte Variation drin. Oder wenn ich halt möchte, kann ich hier auch einfach den Zufallsgenerator einmal drücken. Und muss dann aber halt auch immer wissen, okay, alles, was hier Minusbereich ist, wird hier nicht beachtet. Aber das ist ja auch völlig okay. Ich will hier jetzt nicht komplett durchdrehen. Wenn ich komplett durchdrehen will, kann ich natürlich hier eine von diesen Transform-Optionen nehmen und zum Beispiel sagen, mach mir einen positiven Shift zum Beispiel. Oder ich lasse das Ganze nochmal random swap. Ist halt ein bisschen viel Effekt dabei. Auf Dauer finde ich das persönlich ein bisschen nervig. Also eher so ein bisschen gezielter einsetzen. Das ist hier einfach mal jetzt auch nicht ganz gezielt. Aber eher so ein bisschen gezielter einsetzen, wie man das jetzt auch nach einem Takt, nach zwei oder nach vier Takten oder nach acht Takten einfach macht. So zum Beispiel. Ja, das war schon mit dem Steps-Modulator. Jetzt ist der Steps-Modulator vollständig erklärt. Ich werde das auch nochmal verlinken hier, das andere Video, wo der erklärt wird. Und eben dieser kleine Beat-Hack noch mit dazu. Gerade wenn man nicht so selber gut Beats programmieren kann, kann man so einfach so einen stumpfen Beat einfach mal reinhauen und dann mit der Zufallsfunktion. Manchmal findet man da auch ganz nette Beats irgendwie bei rum. Was man an der Stelle noch machen kann, vielleicht noch ganz schnell, wenn man
das halt konservieren möchte, dass man jetzt zum Beispiel einfach eine zweite Spur aufmacht, einen Audio-Track, und dann in den Clip-Launcher geht. Hier den Inspektor aufmachen und das Drumkit, das route ich jetzt in diesen Audio 2 rein und von Audio 2 kriege ich den Input von meinem Drumkit. Machen wir einfach mal das Pre, weil es so schön ist. Dann setzen wir den auch auf Arm und genau da habe ich den hier auch hier drin laufen als Clip. So. Und den stoppen wir hier und dann drücke ich hier einfach auf Record. Schau mir an, wie viel Takte das sind und nehme ungefähr 8 auf. So, jetzt habe ich hier einen Takt mit 8. Ein Beat mit 8 Takten. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, hat mir ganz gut gefallen, den konserviere ich mir. Jetzt drücke ich hier einfach mal random. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Und nehme jetzt den hier auf. 8 Takte lang. So, und dann drücke ich hier nochmal drauf und sage dann einfach, nehme mir die Variation mal auf, 8 Takte lang. Wobei ich vielleicht vorher prüfen sollte, ob der auch irgendwie was rhythmisch dazu beiträgt. Und jetzt habe ich schon, ne? Und jetzt habe ich schon drei verschiedene Audio-Files von einem und demselben Rhythmus in unterschiedlicher Variation. So, und so kommt man ganz schnell mal so an, wenn man da nicht so gut ist, aber trotzdem so ein bisschen Variation haben möchte, weiß aber nicht ganz genau, kann man erstmal so mit dem Mixschalter so ein bisschen, mit dem Delay 1 ein bisschen rumspielen, gucken, ah, wie könnte das so klingen, dann kann man das fest hier über den Steps Modulator einfach machen, ausprobieren, ohne dass man jetzt zusätzlich Noten einzeichnen muss mit unterschiedlicher Velocity und gucken, wie funktioniert das. Es ist über so einen Delay halt wirklich eine einfache, nette Angelegenheit. Und mit dem kann man natürlich dann auch lernen, wie man sowas dann auch richtig programmiert. Wenn man einfach sieht, okay, ich mache jetzt an der Stelle, habe ich jetzt hier zusätzlich irgendwelche Sechzehntel oder Viertel irgendwie mit drinne. Durch die Wiederholung werden die dann halt auch leiser. Das heißt, ich muss die Velocity, wenn ich das programmiere, dann auch bei diesen wiederholten Schlägen dann auch geringer machen und so weiter. Also im Prinzip ein schöner Hack und ein schönes Lerntool, um sich vielleicht auf neue, sich neue Beats zeigen zu lassen durch das Delay, wenn man hier auch unterschiedliche Delay-Zeiten reintut und so. Na gut. Das war es jetzt aber wirklich und ich hoffe, das hat euch was gebracht. Liked das Video, kommentiert, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, macht alles, macht wild auf dem Kanal. Ich würde mich freuen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.